Seit Mittwoch steht fest, dass Lucas Hernandez am 1. Juli von Atletico Madrid zu Fußball-Bundesligist FC Bayern München wechseln wird. Vor der Einigung zwischen den beiden Clubs soll es jedoch zu einem Streit über die Behandlung einer Verletzung des Franzosen gekommen sein. Laut Bild-Informationen hätten sich die Madrilenen im Zuge der Verhandlungen dafür ausgesprochen, eine festgestellte Knieverletzung des 23-Jährigen konservativ, also ohne operativen Eingriff, zu behandeln, während die Bayernärzte auf eine Operation bestanden hätten. Da sich die Vertreter des deutschen Rekordmeisters durchsetzten, wurde der Nationalspieler bereits am Donnerstag in Innsbruck operiert. Nach dem Eingriff muss der Defensivspezialist nun 4 Monate pausieren und wird deshalb vermutlich nicht noch einmal für seinen alten Arbeitgeber spielen. Nach einer konservativen Behandlung hätte der Verteidiger womöglich in dieser Saison noch mehrere Spiele für die Colchoneros bestreiten können. Bei dem Eingriff am rechten Knie wurden Teile des Innenbands entfernt und durch eigene Bandstruktur ersetzt. Das Blatt berichtet, dass das Innenband des Weltmeisters infolge einer Cortisonbehandlung löchrig geworden war. Kovac betont, keine Gefahren für den FC Bayern. Durch den Eingriff wird das vorher beschädigte Innenband wieder voll funktionsfähig, betonte Bayernarzt Hans-Wilhelm Müller Wohlfahrt. Auch Bayern-Trainer Niko Kovac gab sich nach der Operation zuversichtlich. Ein unkalkulierbares Risiko stelle die Verletzung nicht dar, betonte der Coach. Es ist ganz klar von unserem Doktor so diagnostiziert worden, dass das eine Verletzung ist, mit der man ohne Zweifel solch einen Vertrag unterschreiben kann, ohne irgendwelche Gefahren einzugehen. Die Clubs hatten sich am Mittwoch auf einen Transfer im Sommer geeinigt. Mit einer Ablösesumme von 80 Millionen Euro avanciert Hernandez zum neuen Rekordeinkauf des 28-maligen deutschen Meisters. Zuvor hielt Corentin Tolisso, der 2017 für 41 Millionen Euro von Olympique Lyon zu den Bayern wechselte, diesen Titel.